Moin Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Xperia. Heute zeige ich euch, wie ihr einen richtig coolen Schrank bauen könnt. Hierzu braucht ihr Fichtenholztüren, Lagerfeuer, Kartoffeln, Fichtenholzfalltüren, eine Schaufel und Hilfsblöcke. Hierzu nehme ich einfach Erde. Und zwar machen wir uns ein Prinzip zunutze, das so funktioniert. Ein Lagerfeuer und darauf können wir jetzt 4 Kartoffeln platzieren. Und das können wir dann mit einer Schaufel ausmachen. Allerdings ist ganz wichtig, so. Jetzt sieht es aus, als ob da was liegt. Allerdings ist es wichtig, wenn wir es zu schnell machen, beziehungsweise zu langsam meine ich, dann passiert das hier gleich, was hier gleich passieren wird. Die Kartoffeln fliegen runter und sind gebraten. Dann sind sie allerdings unten. Und das ist nicht das, was wir wollen. Deswegen machen wir es einfach mal weg und fangen hier an. 2 Lagerfeuer nebeneinander, oben drüber nochmal welche. Auf jede 4 Kartoffeln platzieren. Das machen wir jetzt eben schnell. Und wenn wir das haben, mit der Schaufel rechts klicken. So. Und schon sieht's aus wie ein kleiner Teil, wo jetzt unsere Dinge drauf liegen. Hier platzieren wir an der Seite jetzt Türen. So. Klappt gerade nicht. Hier eine. So. Und platzieren wir hier. So. Geht das, oder? Ne, okay, da müssen wir auch so hin. Hier Türen müssen wir halt so schräg von hinten. So, klappt's. Ah, gut, da ist schon eine. Hier auch. So, kriegen wir es hin. So, und so öffnet sich der Schrank. Jetzt platzieren wir hier oben drauf noch 2 Falltüren. Und fertig ist unser Schrank. Und es sieht so aus, als ob einfach Kartoffeln drin liegen. Allerdings, wenn ihr das einfach nicht an so einer Wand machen wollt, geht das auch ganz einfach. Da platziert ihr einfach Blöcke hin, Lagerfeuer hin, Kartoffeln drauf, wie vorhin beim anderen auch. Jetzt auch nochmal, zack, zack, zack. Wieder rechts klicken, hier hinten wegmachen. Dann können wir hier jetzt direkt schon mal die Türen hin, dann geht es einfacher. So, hier Türen hin, aber allerdings wieder so wie vorhin, wie wir es vorhin gemacht haben. Ja, so, gut, ist schon eine da. Hier auch. Dann hier noch eine. Oben drauf wieder die Falltüren. So, mal gucken, wie wir das machen. So, hier dran noch eine. Hallo? So. Und fertig ist unser Schrank auch nicht an der Wand. Das war das Tutorial. Wenn es dir gefallen hat, lass doch gerne ein Abo da, ein Like und aktiviere die Glocke. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.